Und jetzt zählt nur Teamgeist, Teamgeist, Teamgeist. In jeder, innerhalb und außerhalb, überall Teamgeist. Ja. Und dass jeder Spieler eben so wie der kleine Paradise, der hat da 90 Minuten, hat er gefightet wie ein Löwe rauf und runter. Und alles muss sich unterordnen für dieses eine Ziel, eben den Klassenerhalt. Ich kenne die Bremer ja so ein bisschen, aber dann muss ich mir überlegen, also wie in einem Schachspiel, nicht? Man muss sehen, was der Gegner macht und der nächste Zug und welche Leute können wir da gebrauchen und so weiter und so weiter. Das kann sich immer von Spiel zu Spiel ändern. Wenn ich jetzt hier spiele, im rechten Mittelfeld, und ich muss mal hier links rüber, dann ruft er zur Bank, Trainer, aber hier weiß ich nicht, was ich machen soll. Oder wie geht das? Du musst das auf 60 mal 100 Meter, da weiß man immer. Manches Mal hat es ja schon Dinge gegeben, wo der Torwart ausgefahren ist und ein Spieler ins Tor gegangen ist. Und dann muss ja auch Torwart, der weiß doch, wie das geht. Ne? Du brauchst nur jeden Ball zu halten, mehr ist das nicht.